umgezogen, fürs das Schuhwerk. Hinter mir ist jetzt das Fort Hermann. Und jetzt gehen wir da den Weg hinauf. Hinter mir zum Fort Creuset, die Ruine, die alte Festung, was im Ersten Weltkrieg zerstört worden ist. Jetzt sehe ich, ich habe schon Stirnlampen auf, weil ich muss jetzt durch einen Tunnel durchgehen. Okay, da sieht man schon den Eingang. Da. Und da gehen wir jetzt durch. So, jetzt gehen wir rein. Da ist schon relativ frisch. Ihr seht zwar noch dick ein paar Beleuchtungen. Jetzt drauf. Gut, dass ich mir vorher noch gescheite Schuhe anziehen kann. Das ist ziemlich grillig. Da muss man runtergehen. Eine recht schöne Gegend da in Slowenien, muss man echt sagen. Ist echt eine Reise wert. Bin ich schon gespannt, was uns da oben da bei der Ruine bei der Festung erwartet. So, jetzt sind wir angekommen oben am Fort Creuset oder Creuset oder wie das heißt. So schaut das aus. Und da gehen wir jetzt rein. Bin echt schon gespannt, was wir da rein als vorfinden. Viel sieht man leider nicht da. Da ist ein riesiger Brocken runtergebracht. Schauen wir gerade rein, da ist alles voll Wasser. Da geht es ganz tief runter. Ungefähr, ich schätze mal 4 Meter. Da gehen wir jetzt mal geradeaus. Da ist schon alles unter Wasser. Da ist schon eine relativ große Halle. Gehen wir raus, aber wir noch besser rauskommen. Gehen wir raus. Da jetzt sind wir aus der Festung rausgegangen und einmal rundherum. So schaut es da seitlich aus. Das sind überall so Fenster, Türen, keine Ahnung was das ist. Oder vielleicht waren da auch Artillerie rein, so Mörserstellungen, da 2, 3. Vielleicht kann man es halbwegs, oder sieht man es halbwegs. So, dann werde ich jetzt da oben gehen. Ich hoffe, das hält mich. Thank you.
Aber bin ich jetzt gekommen. Und so schaut es innen aus, da muss ein Tier rein gewesen sein, das ist ein Scharnier. Und da geht es jetzt so die Taschenlampe. Hola, dann gehe ich jetzt da hoch. So. Da geht es echt so einige Stufen da. Oh, da muss ein Tier oder Scharnier oder irgendetwas da gewesen sein. Überall sind solche Hölterungen. Okay. Der geht jetzt links weg und rechts weg. Dann gehen wir da mal links. Rechts, besser gesagt. Wie es da geht. Okay, das ist fertig. Und da geht es relativ steil abwärts. Da werde ich jetzt nicht weitergehen. Da wieder zurückgehen. Von da bin ich jetzt rausgekommen. Ja Leute, das ist jetzt eine kleine Sackgasse. Von da oben bin ich jetzt gekommen. Von da. Und ich bin jetzt erst da entlang gegangen. Aber da geht es nachher, hört noch der Weg auf, geht es nur mehr steil runter. Und da weiter. Und da geht auch ein Weg hinter mir. Geht ein Weg runter. Aber der führt ins Nichts. Das heißt, wir werden jetzt wieder da rauf gehen. Und dann wieder raus. Da bin ich jetzt aufgekommen und da geht jetzt gleich ein Weg wieder weiter. Und gehen wir jetzt da durch. Ah, da geht es jetzt weiter. So wie es ausschaut. Das sieht weiter. Da sind überall so kleine Räume rein. Mit alles also unter Wasser. Und da sehen wir es wahrscheinlich, wo sie Leitungen haben, oder denke ich jetzt mal. Oder schreibt es mir in die Kommentare, was das sein könnte. Und da geht es leider nicht weiter. Und ich werde jetzt auch nichts riskieren, da durchzugehen. So, von außen schaut es so aus. Das war jetzt die Besichtigung von Fort Cloche hinter mir. Leider sind wir jetzt im ersten Stock. Eben in die Aue gekommen, da führt auch kein Leiter oder irgendwie etwas Aue, das alles angebrochen ist. Darum haben wir jetzt nur ins Erdgeschoss und haben sozusagen unten in den Keller ins angeschaut jetzt gerade. Oben Aue, weiß ich nicht, wie wir sonst Aue kamen. Vielleicht von der Hinterseite, das haben wir jetzt auch probiert. Und wir werden jetzt wieder runter Richtung Auto gehen und nachher weiter zum Campingplatz. Ja, ich hoffe, euch hat das kleine Video von der kleinen Lost Place hier in Slowenien gefallen. Würde mich natürlich über ein Like oder ein Abo natürlich freuen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, Pferdenk.